Grüß Gott, liebe Beter, grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen des Videos. Grüß Gott, Herr Dekan. Wir sind jetzt am Beginn des Rosenkranzmonats Oktober. Vor fast 2 Jahren haben Sie in einer sich für Österreich zuspitzenden Situation mit der Impfpflicht und vielen Einschränkungen zum Gebet für Österreich aufgerufen. Daraus wurde auf Anregung von Louis-Pierre Laroche die Initiative Österreich betet, in deren Rahmen an vielen Orten Österreichs jeden Mittwoch öffentlich der Rosenkranz gebetet wird. Als geistlicher Begleiter geben Sie für jeden Mittwoch einen kleinen geistlichen Impuls für die Beter. Darf ich Ihnen somit für kommenden Mittwoch einige Fragen stellen? Nur zu. Jüngst hat der Herr Bundeskanzler Karl Nehammer dazu aufgerufen, an Österreich zu glauben. Dies war eine Anlehnung an Worte vom Bundeskanzler Leopold Figl, der damit in seiner Weihnachtsansprache 1945 die Österreicher ermutigte. Was sagen Sie dazu? Ja, diese Aussage beinhaltete ein Kernelement von Österreich betet. Deswegen betrifft es uns unmittelbar und regt auch an, über manches nachzudenken. Da müsste man natürlich einmal wissen, was der Bundeskanzler damit genau meint, worauf er sich stützen will beim Glauben an Österreich angesichts vieler dramatischer Entwicklungen. Und da denke ich mir, dass es auch hilfreich sein kann, diese Worte besonders auch im Blick auf Leopold Figl, dem sie ja zugeschrieben werden, zu betrachten. Figl hätte nämlich heute am 2. Oktober seinen 121. Geburtstag und ich möchte daher ein paar Gedanken fassen, wer dieser Leopold Figl war, welches Österreich er damals vor Augen hatte, um dann auch der Frage nachzugehen, wie hat Figl selbst gehandelt, gelebt, gedacht, sodass er wirklich an Österreich glauben konnte. Also fangen wir beim Ersten an. Wer war Leopold Figl? Leopold Figl wurde am 2. Oktober 1902 geboren, also am Schutzengelfest, zu Beginn des Rosenkranzmonats. Er war ein Bauernsohn aus Rust im Dulnerfeld, studierte Landwirtschaft und erwarb den Agrardiplom-Ingenieur. Figl machte eine steile Karriere in der Landwirtschaftskammer, wurde schon mit 31 Jahren Direktor. Figl wurde von den Nationalsozialisten bereits am 12. März 1938 verhaftet und verbrachte insgesamt mehr als 5 Jahre in Konzentrationslagern. Mit viel Glück überlebte er. Er wurde dann 1945 Bundeskanzler, später Außenminister und Nationalratspräsident. Figl machte sich besonders verdient um Österreich und war maßgeblich beteiligt an der Erlangung des Staatsvertrages, sodass Österreich ein freies, neutrales Land werden konnte. Leopold Figl verstarb verhältnismäßig jung im Jahre 1965, wobei die Spätfolgen der Misshandlungen im KZ höchstwahrscheinlich dabei eine Ursache bildeten. Um welches Österreich ging es damals? Welches Österreich hatte Figl vor Augen? Österreich war damals durch den schrecklichen Krieg eigentlich ganz am Boden, es war gespalten, besetzt und unfrei. Und Figl glaubte und bekämpfte für ein freies Österreich, für ein neutrales Österreich, aber auch für ein versöhntes Österreich. Welche Rolle sollte Österreich nach Figl in Europa spielen? Figl sah Österreich, wie Professor Robert Brandner einmal schrieb in einer Kurzbiografie, als lebendigen Bestandteil einer freien, demokratischen und damit europäischen westlichen Gesellschaftsordnung, die es zu bewahren und zu festigen galt. Und Figl schrieb Österreich eine Brücken- und Gesprächsfunktion zu den Staaten Osteuropas zu, in denen totalitäre marxistische Regime die Freiheit unterdrückten. Figls Freundschaft zu Alcide de Gasperi und Robert Schumann, weiter so mit Konrad Adenauer, dem belgischen Sozialisten Henri Spaak,
machen deutlich, dass er ein Österreich vor Augen hatte, das in Europa eine aktive Rolle spielt. Ein Österreich, in dem christliche Werte wichtig sind, ein Österreich, das diese Werte auch in Europa einbringt. Ist das heutige Österreich im heutigen Europa das von Leopold Figl? Das heutige Europa ist gekennzeichnet von einem Abschied von tragenden christlichen Ursprung und Grundwerten. Denken wir daran, das Leben wird nicht mehr geschützt, Abtreibung und Euthanasie sind im Vormarsch, die Familie wird ihrer grundlegenden Bedeutung beraubt, sprich Genderideologie, LGBT, die Eigenstaatlichkeit der Länder wird zusehends beschnitten, christliche Grundwerte werden zusehends bedeutungsloser. Von Brüssel gehen heute manche Bestrebungen aus, die eigentlich an jenen Mann erinnern, der ausgerechnet in Brüssel sein Hauptwerk geschrieben hat. Ich meine Karl Marx und das Manifest der Kommunistischen Partei. Und das ist nicht das Europa, das Leopold Figl vor Augen hatte. Figl würde, denke ich, heute die Aufgabe Österreichs darin sehen, in Europa für eine Besinnung auf tragende Wurzeln, auf christliche Wurzeln wie Lebensschutz, Familie, Würde der Person etc. einzutreten. Nebenbei bemerkt, wie weit die vorhin beschriebene Entwicklung in der EU fortgeschritten ist, zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass der österreichische ÖVP-Abgeordnete und Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas im Parlament der Spinelli-Gruppe angehört, die nach dem italienischen Kommunisten bzw. Trotzkisten Spinelli benannt ist. Wenn nun ein Spinelli-Mann in Wien im Stephansdom bei einer Gebetsversammlung auftritt und von christlichem Europa spricht, dann ist das mehr als seltsam oder vielleicht auch verwirrend. Und was hat Leopold Figl für Österreich getan? Das würde ich ganz kurz fassen. Er hat für Österreich gelitten, er hat für Österreich gearbeitet und er hat für Österreich auch gebetet. Könnten Sie das näher ausführen? Zum Ersten, Figl hat für Österreich gelitten. Er wurde bereits am 12. März 1938 verhaftet. Nebenbei bemerkt, in den ersten Tagen nach dem Einmarsch Hitlers gab es in Österreich an die 70.000 Verhaftungen. Figl war dann am 1. April 1938 bei diesem berühmten prominenten Transport ins KZ nach Dachau dabei und dort wurde er, weil er in einem Gespräch verbotenerweise das Wort Österreich verwendet hatte, auf einen Bock gespannt und regelrecht blutig geschlagen, sodass er nachher bewusstlos dalag. Er erhielt und überlebte dann 6 Monate Dunkelhaft, in der er nur 2-mal wöchentlich Wasser und Brot bekam. Figl wurde am 8. Mai 1943 aus dem KZ entlassen. Da er sich jedoch im Untergrund betätigte und den Bauernbund zum Beispiel reaktivieren wollte, wurde er am 8. Oktober 1944 neuerlich verhaftet und nach Mauthausen gebracht. Im Jänner 1945 kam er nach Wien und saß monatelang in der Todeszelle des Volksgerichtshofs und hatte mehrmals wirklich den Tod vor Augen, bis dann am 6. April für ihn durch den Zusammenbruch der NS-Herrschaft und dem Vorrücken der Roten Armee die Freiheit kam. Zum zweiten Punkt, Figl hat für Österreich gearbeitet. Bereits im April 1945 gründete er den Bauernbund und wurde bei der ÖVP-Gründung stellvertretender Obmann. Er trat für die Zusammenarbeit aller politischen Lager ein und wurde am 27. April 1945 provisorischer Landeshauptmann von Niederösterreich, Staatssekretär in der provisorischen Staatsregierung Renner und am 20. Dezember 1945 erster Bundeskanzler der Zweiten Republik.
1953 wurde Fiegel von Julius Raab als Bundeskanzler abgelöst und zum Außenminister bestellt. Und in dieser Funktion hat er sehr, sehr viel getan für die Erlangung des Staatsvertrages, den er dann am 15. Mai 1955 im Schloss Belvedere unterzeichnete und dann der jubelnden Menge mit den berühmten Worten »Österreich ist frei« verkündete. Im Jahre 1959 wurde Fiegel als Außenminister von Bruno Kreisky abgelöst. Er war in der Folge 3 Jahre Nationalratspräsident und dann bis zu seinem Tod Landeshauptmann von Niederösterreich. Zum dritten Punkt. Leopold Fiegel hat auch viel und auch für Österreich gebetet. Der Biograf Robert Brandner schrieb von nicht gezählten Wallfahrten Fiegels in das Marienheiligtum Mariazell, die dem 15. Mai 1955 vorangingen. Er erwähnte auch, dass Kanzler Julius Raab, als er mit Vizekanzler Scherf, Außenminister Fiegel und Staatssekretär Kreisky im April 1945 nach Moskau reiste, am Abend des ersten Verhandlungstages in Wien anrief und seine Mitarbeiter bat in seinem und in Fiegels Namen, Pater Petrus Pavlicek, den Gründer und Leiter des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges, zu kontaktieren und um ein sofortiges Sturmgebet zu bitten, damit, wie er sagte, im Kreml alles gut ausgeht. Fiegel war, wie Robert Brandner schrieb, mit großer Inbrunst ein Beter des Rosenkranzes, dies aber nicht nur im viel zitierten stillen Kämmerlein, sondern auch als mutiger katholischer Bekenner bei Prozessionen über die Wiener Ringstraße an der Spitze großer Scharen katholischer Burschen, Mädchen, Männer und Frauen. Was würden Sie heute für Politiker als wichtig erachten? Da würde mir jetzt sehr vieles einfallen, aber spontan würde ich sagen, wichtig für einen Politiker sind Geschichtskenntnisse, damit man die Gegenwart überhaupt verstehen kann, weltanschauliches Unterscheidungsvermögen in einer Zeit, wo viel Ideologien im Umlauf sind, Volksverbundenheit, selbstloser Einsatz vor allem und die Liebe zu Österreich, ein recht verstandener Patriotismus. Eine Eigenschaft möchte ich noch hinzufügen. Ich habe in der Corona-Zeit einmal mit einem höheren Politiker telefoniert und am Ende des Gespräches hat er mir gesagt, bitte beten Sie für mich. Und da ist mir bewusst geworden, dieser Politiker hat eine entscheidende Voraussetzung für sein Amt. Er weiß, dass vieles nicht machbar ist und dass es die Hilfe Gottes braucht. Und ich glaube, diese Haltung der Demut ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um gute Politik zu machen und nicht einem selbstgefälligen, abgehobenen Gutmenschentum zu verfallen. Fiegel hat erfolgreich mit den Russen verhandelt. Ist es zulässig, heute die Frage zu stellen, wie Leopold Fiegel in der Situation im Ukraine-Krieg heute sehen oder beziehungsweise was er tun würde? Es ist ein bisschen gewagt, aber ich tue es trotzdem. Ich sage es ganz direkt, ich glaube, Fiegel würde sich im Grabe umdrehen. Im Blick darauf, wie heute westeuropäische Politiker, natürlich auch österreichische, eskalierend, ja geradezu für Europa eine Kriegsgefahr heraufbeschwörend, agieren. Ich bin sehr davon überzeugt, Fiegel würde das tun, was er damals tat. Er würde ganz einfach auf Verhandlungen setzen. Ich glaube, Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, besser 99 Stunden verhandeln oder 99 Tage verhandeln, als einen Tag Krieg zu führen. Ich bin überzeugt, Fiegel würde alles tun, um eben auf diesem Weg etwas zu erreichen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Fiegel auf der absoluten Neutralität Österreichs bestehen würde. Nicht nur militärisch, er würde sich jeder eskalierenden Rhetorik enthalten. Ich könnte mir vorstellen, er würde betonen,
dass wir den Russen dankbar sind und dankbar bleiben für den Staatsvertrag. Er würde die historische Bedeutung, die historische Beziehung Österreichs zur Ukraine hervorstreichen und dann Wien als Ort und seine Dienste für Friedensverhandlungen anbieten. Ich denke, dass Figel auch sehen würde, dass in diesem Konflikt höhere Mächte im Spiel sind, die eine Spaltung und Schwächung Europas im Sinne haben. Vielleicht, so denke ich mir, würde er Putin und Biden anrufen und sagen, kommt nach Wien zu Verhandlungen, wir wollen keinen dritten Weltkrieg, zwei sind genug. Und was ist der wesentliche Unterschied zwischen der Situation in Österreich damals nach dem Krieg und heute? Damals nach dem Krieg war Österreich in vielfacher Hinsicht am Boden, wirtschaftlich, sozial, militärisch und natürlich auch geistig, aber es war ein großes geistliches Kapital vorhanden. Ein noch sehr verbreiteter Glaube an Gott, eine Armee von Betern, eine hohe Bereitschaft zur Versöhnung, aber auch die Bereitschaft, begangene Fehler einzusehen und der Wille zum Wiederaufbau, also ein großes geistliches Kapital. Und heute sind wir, ich sage jetzt hoffentlich nicht vor einem Weltkrieg, heute sind wir am Zenit des materiellen Wohlstandes angelangt oder vielleicht schon am Kippen desselben, aber im großen Aufschwung der letzten Jahrzehnte sind auf schleichende Weise die Grundlagen oder viele Grundlagen geistige Werte, die den Aufbau ermöglicht haben, mehr und mehr geschwunden. Der Glaube ist mehr verkümmert, Materialismus, Egoismus, Opportunismus und viele Dinge, auch Ideologien, haben sich breit gemacht. Denken wir nur an die Tötung Ungeborener, an Corona, Gender oder den sich etablierenden Klimawahn. Wir ernten irgendwie noch die Früchte des Aufschwungs, haben gleichzeitig aber immer mehr von den geistigen Wurzeln dieses Aufschwungs Abschied genommen. Und jetzt sind wir vor dem Einbruch auch des materiellen Wohlstandes. Man könnte das in Entgegensetzung zu einem Wort Jesu mit den Worten charakterisieren, weil wir zuerst oder immer mehr alles andere und nicht das Reich Gottes gesucht haben, wird uns nun auch das andere weggenommen. Fazit, Worte Jesu, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben. Was ergibt sich aus dem Gesagten für uns Österreicher? Sollen bzw. können wir an Österreich glauben? Auf alle Fälle, das sollen wir tun. Figel hat an Gott geglaubt und so konnte er auch an Österreich glauben, das vor allem in der Geschichte der Kirche und Europas eine ganz große Rolle gespielt hat. Weil Figel für Österreich gearbeitet, gebetet und auch gelitten hat, ist dieser Glaube in ihm stärker und authentisch geworden, so authentisch, dass er viele Menschen anstecken und für diesen Glauben und den Einsatz für Österreich motivieren konnte. Wir sollen heute die große geschichtliche Bedeutung Österreichs im Herzen Europas erkennen. Wir sollen erkennen, dass Österreich geografisch, historisch und aufgrund vieler Begabungen und Charismen in Europa eine Schlüsselrolle hat. Und daher sollen wir selbst für ein christliches Europa arbeiten, beten und wenn es sein muss, auch leiden. Und je mehr wir das tun und andere motivieren, desto lebendiger und stärker kann der Glaube an Österreich in uns sein. In diesem Sinne möchte ich euch, so wie jede Woche, besonders einladen, zum Mittwoch-Rosenkranzgebet zu kommen, aber auch zu Hause jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Betet besonders für unser geliebtes Österreich, betet auch besonders für alle Politiker, für die Geistlichen, für alle, die eine große Verantwortung in diesem Land tragen. Gott schütze Österreich. Danke, Herr Dekan. Bitte sehr.